Rumburak, der Zauberer zweiter Kategorie, musste nach der Hochzeit der Prinzessin Arabella zur Strafe im Menschenreich bleiben. Bei Tag ist er Rabe, bei Nacht Mensch. Sein einziger Besitz ist sein Zauberergewand. Eines Tages, als er vom Kirchturm aus auf Nahrungssuche fliegt, wird er von einem wütenden Tierfeind namens Zacharias angeschossen. Und so gerät er in den Kreis der Familie des Schuldirektors Troja. Für seine Tierliebe bekommt der Schuldirektor einen unerwarteten Lohn. Rumburak steht ihm seinen Sonntagsanzug. So fein gekleidet bekommt Rumburak die Stellung eines Nachtportiers in einem Rechenzentrum. Dort ist auch Trojans Tochter Helena angestellt und prompt verliebt sich der Zauberer in sie. Mithilfe des Computers ermittelt Rumburak die vergessene Zauberformel, die ihm die Rückkehr in die Märchenwelt ermöglichen könnte. Aber auch Zacharias erfährt sie und missbraucht sie. Hunde, Katzen und andere Tiere, die er alle hasst, verbannt er in die Märchenwelt. Aber auch den Schulleiter Trojan, der ihn auf frischer Tat ertappt hat. Da Direktor Trojan direkt vor dem Löwenkäfig verschwand, nimmt man nun an, der gute Mann sei das Opfer eines blutrünstigen Raubtiers geworden. Er hatte sein ganzes Leben dem Kampf um die ewige Freundschaft und um den Frieden zwischen Mensch und Tier gewidmet. Dieses edle Ziel des Verblichenen ist uns zum Vermächtnis geworden. Und es ist unsere Aufgabe, uns für dessen Erfüllung einzusetzen. Ab heute müssen wir auch zu der kleinsten Ameise besonders nett sein. Denn wir können ja nicht wissen, ob nicht gerade sie euer Papa ist. Und was ist mit Wanzen? Also zu so etwas würde sich dein Vater nie herablassen. Ich muss jetzt zum Nachtdienst gehen. Und dass du mir nicht wieder die ganze Familie rebellisch machst. Du verstehst natürlich wieder nichts. Allein aus unserem Haus sind 5 Katzen und 2 Hunde verschwunden. Tja, bei unseren Nachbarn ist auch der Bernardiner weg. Und meine Nichten haben ihren Hamster nicht mehr, einen Goldhamster. Die Nachtschicht beginnt. Ich übernehme für Sie, Herr Pechanek. Halt! Halt! Auf der Stelle kehrt und marsch wieder nach Hause! Ich dürfte Sie nicht mal ins Haus reinlassen, Menschenskind. Sie haben doch einfach am Computer rumgebastelt. Ja schon, aber das war doch nicht so schlimm. Das Nein, das kommen war Sie! Doch aus da raus, was machen aus, Sie denn aus, da, Mensch? Warten Sie doch mal! Verschwinden Sie! Raus da raus! Ich krieg raus, doch noch einen Vorschuss! Vorschuss? Ich kriege von Ihnen noch Geld zurück! Ihr seid Betrüger! Ah, ich hab nicht mal Geld für ein Abendessen. Sie würden mir eine Freude machen, wenn Sie meine Einladung annehmen würden. Bitte. Gehen wir. Ich möchte nein, nein. Nein, nein, keinen Dank, bitte. Mein Wahlspruch lautet, jeden Tag eine gute Tat. Aber das hier kenne ich doch. Das habe ich in der Wohnung von... Von Direktor Troja. Ja. Ich habe 2 solcher Karten angefertigt und eine habe ich ihm überlassen. Sagen Sie, Sie haben Direktor Trojan gekannt? Natürlich. Er hat doch meine Flügel, meine Arme verbunden. Entschuldigen Sie. Ach so, bitte. Ich kenne die ganze Familie. Auch Nele. Selbstverständlich. Ich verfolge mit Interesse Ihre Eislaufkarriere fast täglich. Ja, aber teurer Freund. Ein Freund von Direktor Trojan ist auf jeden Fall auch mein Freund. Seine Tragödie ist dann wohl auch unser gemeinsames Leid. Wieso Tragödie? Na, den hat doch der Löwe gefressen. Oder glauben Sie etwa auch an Seelenwanderung, wie die verehrte Schwester des lieben Direktors? Sie ist nämlich felsenfest davon überzeugt, dass er weiterhin unter uns lebt. Als Säugetier zum Beispiel. Oder als Käferchen. Also ich würde vermuten... Nein, ich bin davon überzeugt, dass er als Rabe weiterlebt. Diese Niedrigkeit. Karl, hey.
Vati. Euer Vati ist zurückgekehrt. Na, das ist er doch. Taxi. Ja, bitte. Wohin fahren wir? Zur Schule, bitte. Ja, bitte. Nehmen Sie mir es nicht übel, aber eigentlich habe ich es nicht gern, wenn ich Tiere fahren muss. Na, wer soll dann Sie sauber machen? Erlauben Sie. Mein Bruder weiß sich zu benehmen. Das will ich Ihnen ja glauben. Aber dieser Vogel... Das ist mein Bruder. Der Direktor der Schule. Ja, dann... Was hielten Sie davon, wenn wir woanders hinfahren würden? Wir hätten mit der Tante fahren können. Schon. Aber ich muss dir was ganz Wichtiges sagen. So? Was denn? Dieser Rabe hat nichts mit unserem Vater zu tun. Wieso hat er dann dreimal gekrächzt? Das kann Zufall sein. Er kann aber nicht unser Vater sein. Denn weißt du, dieser Rabe, ich glaube, der hatte einen Ring am Bein. Hör bloß auf. Solche Märchen kannst du einem anderen erzählen. Wem denn, du Klugscheißer? Sie können doch nicht erwarten, dass gebildete Menschen bereit sind, Ihnen einen solchen Unsinn abzunehmen, Fräulein Troja. Vergessen Sie nicht, dass wir Pädagogen sind. Und keine Wilden aus dem Urwald, was? Siehst du, Karl? Die halten mich für verrückt. Also ich finde, dreimal krächzen kann doch jeder dressierte Rabe. Das ist doch kein Beweis. Ich weiß, dass der Herr Direktor gut Schreibmaschine schreiben konnte. Also wenn er vielleicht... Ja. Ja, bitte. Eine glänzende Idee. Karl, schreib. Ja, also. Tja, aber... Aber der Herr Direktor hat schneller getippt. So, also, bitte, na? Ja. Karl Trojan? Natürlich. Bitte keine Scherze. Ich bin der Direktor, Karl Trojan. Also bitte. So. Mhm. Es ist also wirklich unser Herr Direktor. Ja, gewiss. Unser Vater leitet weiterhin die Schule. Zumindest solange sich das Ministerium noch nicht geäußert hat. Hat der Herr Vater nicht gesagt, wer schuld ist an seinem Verschwinden? Ja, selbstverständlich der Löwe. Das wissen wir. Ja, der Löwe. Ja, das ist klar. Da fällt mir gerade ein... Sie könnten uns nicht vielleicht dieses Gerät leihen, das Gedanken in menschliche Sprache umsetzt. Dann hätten Sie bei Fatih einen ganz schönen Stein im Brett. Nach Sonnenuntergang wird ein guter Freund von mir an der Tür klingeln. Ah, dieser Vogelfarmer. Dieser Schubert. Ja, er hat heute schon wieder geschrieben, Karl. Ja, genau. Dieser Ornithologe, Herr Schubert. Gebt ihm ein schönes, warmes Abendessen. Ja. Und macht in meinem Arbeitszimmer ein Bett für ihn. Ja, gern. Und seid nett zu ihm. Ich komme am Morgen wieder. Ich muss ins Rabenparlament. Man hat mich dort ins Präsidium gewählt. So, jetzt muss ich fort. Macht das Fenster auf. Damit begann ein paradiesisches Leben für mich. Bei der Familie Trojan erwartete mich eine warme Stube, ein Abendessen und Helene. Das werde ich gerade dir auf die Nase binden. Und ich muss dir auch sagen, dass deine Trainerin nicht zufrieden mit dir ist. Was kann ich dafür, dass Ferdi sich nicht mehr sehen lässt? Also bitte, jetzt schieb nicht alles auf diesen Raben. Außerdem hättest du doch Fati sagen können, dass er Ferdi in dieser Versammlung suchen soll. Und ihn dir dann morgen früh zum Training schicken. Mhm. Also. Oh, das ist Herr Schubert. Bin ich gespannt.
Tag. Herr Schubert, nicht wahr? Ich heiße Schubert. Und ich bin Frau Trojan. Das ist Willi. Guten Tag. Jakob. Und das ist unsere Helene. Fräulein Trojan. Ich habe vernommen, was Ihrem Herrn Vater zugestoßen ist. Darf ich mein Beileid ausdrücken? Das ist nicht nötig. Meinem Bruder geht es gut. Er ist soeben weggeflogen ins Vogelparlament. Aber bitte legen Sie doch ab. Ja. Ja, es ist wirklich ein Glück, dass er sich gerade in einen Vogel verwandelt hat. Na, Sie als Vogelfachmann werden zu würdigen wissen, dass er ausgerechnet ein Vogel wurde. Bitte, treten Sie ein. Los! Was ist denn? Das ist ein ganz gemeiner Dieb. Und nicht Herr Schubert. Erstens, er hat den Anzug von Fatih an. Ach, Quatsch nicht. Und zweitens? Zweitens. Er trägt den Pelzmantel von diesem Zacharias, der hinter Helene her ist. Was? Der ist kein Vogelfachmann. Ein Dieb ist der. Ach, Quatsch. Fatih hat doch gesagt, dass... Wirst schon sehen. Den stelle ich auf die Probe. Kinder, kommt essen! Für Sie auch. Ja, klar. Das liegt an der Kraft des Abstoßens. Dann darf die Drehung nicht übertrieben werden und beim Aufsetzen aufs Eis in den Knien abfedern. Meine Trainerin sagt genau das Gleiche. Jawohl, das kann ich bestätigen. Aber wie kommt es eigentlich, dass Sie sich im Eiskunstlauf so gut auskennen? Naja. So, setzt euch hin. Guten Appetit allerseits. Guten Appetit. Herr Schubert, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Aber ja. Was schmeckt einem Raben am besten? Sie mögen am liebsten Fleisch. Fleisch? Ja, sonst ist der Rabe allerdings Allesfresser. Er nimmt mit Vorliebe auch Raupen. Aha. Am besten schmecken ihm diese Raupen, die etwas haarig sind und nach Fisch schmecken. Tja. Haben Sie sie schon gekostet? Mhm, schon oft, ja. Naja, als Vogelfachmann, da muss ich sie natürlich kennen. Und wie lange schläft eigentlich so ein Rabe? Der hat dich ganz schön abblitzen lassen. Du kannst mir glauben, der weiß über Vögel einfach alles. Mach nur keinen Weltmeister aus ihm. Du Spinner! Hast du vergessen, was der uns über das Abwinkeln der Flügel im Gleitflug erzählt hat? Mann, der kennt jede Feder. Verlieb dich bloß nicht in ihn, wie Helene wegen ihrem Eiskunstlauf. Schlaf jetzt. Der geht noch zum Kühlschrank. Geh doch endlich auf. Verflucht. Jakob, steh auf. Bist du verrückt geworden? Steh doch auf. Es ist sehr wichtig. Ach, lass mich in Ruhe. Nein, geht nicht. Ich habe was Sensationelles entdeckt. Was denn? Zeig mal. Da, sieh mal. Das hatte Schubert an seinem Bein. Was ist das? Das ist so ein Ring, wie er Vögeln ans Bein gemacht wird. Kapiert? Aha. Na ja, woher sollte dieser Schubert den wohl haben? Tante, beeil dich, wir kommen zu spät. Also, Willi, warum schläfst du nicht weiter? Du musst doch noch nicht raus. Du hast gestern gefragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ich kann nicht mehr warten. Ich gehe schon voraus. Ja, ja. Das wär's. Ich möchte den Ringo vom Schuldiener. Was, ein Hund? Kommt nicht in Frage. Ich kaufe dir einen blauen Wellensittich. Ach, geh jetzt wieder in dein Bett. Ja, und wenn ich zurückkomme, dann wecke ich dich, ja? Ach so. Und kommt Vati geflogen. Dann streu ihm etwas Vogelfutter hin. Ja, ja. Ja.
Ach, da ist ja Willi. Guten Morgen, Willi. Kommst du, um deinen Vater zu besuchen? Ich komme gerade aus dieser Versammlung, weißt du? Sie waren bei überhaupt keiner Versammlung. Und Sie sind nicht der Schubert und nicht mein Vater. Schrei doch nicht so. Und Vogelfachmann sind Sie auch nicht. Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind der Rabe, den wir gepflegt haben, weil er damals verletzt war. Du sollst nicht so schreien, habe ich gesagt. Wir könnten uns doch einigen, oder nicht? Wie sollen wir uns einigen? Wenn du mich nicht verrätst, kann das nur zu deinem Vorteil sein. Nun erzähl doch mal, Karl, wie es dir ergangen ist. Oh, kannst du denn nicht aufpassen? Und räum deine Schlittschuhe weg. Also, erzähl uns doch. Wiedersehen, Tante. Wiedersehen. Hast du diese Zeichnung? Ja, ja. Hast du gefrühstückt, Willi? Es läutet doch gleich, Tante. Na und? Wiedersehen. Also, ist das eine Antwort, was? Wie in einem Irrenhaus. Und was soll ich dir sagen? Helene lag heute beim Eislaufen nur auf dem Hintern. Angeblich, weil ja ihr Maskottchen, dieser Ferdi, fehlt. Weißt du? Naja. Also, hast du gefrühstückt? Ja. Aber kriege ich zum Geburtstag den Ringe vom Schuldiener? Ich habe dir doch deutlich gesagt, ich will hier keinen Hund. Tante. Warum denn nicht? Das wäre doch ein schönes Geschenk für den Jungen. Karl, nur über meine Leiche. Den Hund kannst du vergessen. Halt dich bloß zurück. Wiedersehen, Tante. Wiedersehen. Wiedersehen, Jungs. Wiedersehen. Karl, dieser Herr Schubert, das ist ein besonders lieber Mensch. Er hat sich so nett mit Helene und mit den Jungen unterhalten. Das freut mich wirklich sehr. Pass auf, Brüderchen. Ich habe mit Vater vereinbart, dass er meinetwegen die Rupova gegen den Lehrer Adam austauscht. Red keinen Quatsch, das würde Vati nie tun. Und wieso glaubst du jetzt plötzlich, dass dieser Rabe unser Vater ist? Komm, und unterbrich mich nicht. Vater hat mir nämlich noch was versprochen. Dass heute die ganze Schule ins Kino gehen darf. Du schwindest schon wieder. Pass mal auf. Setzen! Bitte, Frau Kollegin, bitte. So. Ruhe jetzt! Jetzt mal alle aufgepasst! Ich habe mich entschlossen, in eurer Klasse die Lehre auszuwechseln. Der Lehrer Adam übernimmt die 4b und eure Klasse wird von der Frau Kollegin Rupova unterrichtet. Oh. Aufstehen. Bitte sehr, Herr Direktor. Frau Kollegin, bitte. Setzen. Sehr seltsam. Mein Bruder wusste genau, was passieren wird. Die 6a und die 6b, alle zu mir. Kommt her. Komm mal her, Bruder. Woher hast du das alles gewusst? Dass wir ins Kino gehen, das mit der Rupova und das mit Adam. Habe ich mit Vati vereinbart. Aber wieso tut Vati das, was du ihm sagst? Du hast ein besseres Verhältnis zur Tante, wegen deines Gesangs. Naja, und ich zu Vati, wegen der Vögel. Da bist du besser dran. Du, könntest du es nicht einrichten, dass die Rupova wieder woanders hin versetzt wird? Hm, mal sehen. Komm. Hat's dir geschmeckt? Ja, wenn noch so ein Stückchen übrig wäre, dann... Willi. Ja, gleich, Vati. Vater hatte immer Sorge, dass er zu dick wird. Und jetzt stopft er sich mit Süßigkeiten voll. Natürlich. Glaubst du denn, so eine Verwandlung würde am Appetit vorbeigehen? Aber das viele Fliegen hält ihn schlank, was, Karl? Na klar. Alle haben sich sehr gefreut, dass sie ins Kino durften. Schön, dass die Kinder dich so mögen. Weißt du, es wäre mir nie eingefallen, dass mich jemand mögen könnte. Du weißt doch, dass wir dich alle mögen. Du. Wenn du mir aber eine besondere Freude bereiten willst, dann finde Ferdi, Vati. Morgen früh schicke ich ihn zu dir. So, das ist unser sechstes Stück. Hätten wir das Weibchen nicht fliegen lassen, hätten wir jetzt 7. Ich bin neugierig, wer uns die abkauft. Du kannst das abwarten. Wir haben 3 Eichhörnchen, eine Wildente und 6 Krähen. Das ist besser, als wenn alle unsere Käfige leer wären. Was wünschen die Damen bitte?
Guten Tag. Besser guten Abend, was? Am Nachmittag war wohl geschlossen. Ja, schon. Aber aus technischen Gründen. Ich bitte sehr um Entschuldigung. Die Damen... Bitte, Krepelka, Licht, damit die Damen besser sehen. Es dämmert ja schon. Sehen Sie sich bitte um. Sie haben nur Krähen? Willi hat recht, das ist keine Auswahl. Ja, schon, aber ich habe eine Menge bestellt, wissen Sie? Ich erwarte die Ware jeden Tag. Sie wissen ja, nach diesem Unglück. Sehen Sie sich trotzdem um. Wir haben reizende Eichhörnchen. Die sind flink, klug, fröhlich und heiter. Und sie machen Kindern und Erwachsenen den ganzen Tag über nur Freude. Nein, 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 keine Eichhörnchen. Die haben Flöhe. Aber gnädige Frau. Nein, danke. Nein. Dann, meine Damen, hätten wir noch eine fabelhafte Wildente. Sehen Sie dort aber das letzte Exemplar. Ja, aber das ist doch keine Ente, das ist doch... Das ist Herr Schubert. Das ist Herr Schubert. Wie ist das möglich? Komm her, Krepelka! Komm her, Krepelka! Ja, also, aber Herr Schubert. Guten Tag. Was machen Sie denn eigentlich da drin? Naja, also, ich bin sozusagen... Also, Sie müssen wissen, dass Herr Schubert ein bedeutender Gelehrter ist. Ja, Vogelfachmann. Ich vermute, er wollte da drin die Gefühle der armen, eingesperrten Vögel erforschen. Nicht wahr, Herr Schubert? Selbstverständlich. Ja, genau das wollte ich. Ja, also da bin ich platt. Ja, ich auch. So also arbeitet ein Mann der Wissenschaft. Holen Sie eine Zange. Oh, eine Beißzange, Krepelka. Ich hol gleich die große. Die Psychologie des Käfigvogels umfasst eine ganze Skala von Aspekten. Das interessiert mich. Erzählen Sie. Nehmen wir zum Beispiel... Tun wir so, als würden wir uns nicht kennen. Das ist eine besonders böse Krähe. Verzeihen Sie. Das ist erstaunlich. Offenbar kennt er alle Krähen persönlich. Er ist ein großartiger Mensch. Ja. Sag mal, du wirst doch nicht ein klein wenig in ihn... Ha? Wieso denn? Ich hab doch meinen Ferdi, oder? Willi. Gib schön Pfötchen, Ringo. Willi! Schon wieder mit diesem Köter! Bring ihn nach Hause und komm zurück! Siehst du denn nicht? Der hat mich so lieb. Nicht wahr, Ringo? Na sidle klaski, až k branám ráje, zavratnou výši, toužím tě vést. Ach, tam toužím tebe vést, ach, tam toužím tebe vést. Das ist eine der herrlichsten Arien des Meisters. Der göttliche Verdi. Das ist der Gipfel der modernen Opernkunst. Oh ja. Bitte entschuldigen Sie mich. Pardon. Es ist schon 7:30 und Vati ist noch nicht zu Hause. Wann er wieder ist? Was willst du denn? Ich habe morgen Geburtstag. Ja? Da möchte ich als Geschenk den Ringo vom Schuldiener. Der Hund liebt mich wie verrückt. Aber du weißt doch, dass deine Tante... Das weiß ich schon. Aber da könnte man doch was drehen. Morgen kriege ich Ringo als Geburtstagsgeschenk. Vielleicht einen zum Aufblasen. Wettest du? Tante hat gesagt, es kommt nur über ihre Leiche ein Hund in die Wohnung. Du wirst dich wundern. Ist Karl schon zu Hause? Ja, er ist gerade geflogen gekommen. So. Tante? Ja? Vati will dir was ganz Wichtiges sagen. Vati? Vati? Vati, ich möchte mich bedanken, dass du Ferdi gefunden hast. Karl, ich kann dir sagen, Helene war noch nie so gut auf dem Eis wie heute. Vati, also, was von dir, Tante? So, was denn? Was, Karl? Ich wollte es dir schon gestern sagen, aber ich wollte dich nicht stören. Ich habe nämlich herausgefunden, in wen sich dein geliebter Giuseppe Verdi nach seinem Tod verwandelt hat. Oh nein, wirklich, Karl? Das weißt du? Natürlich weiß ich es.
Also, wohin ist deine Seele gewandert? Karl, spann mich nicht auf die Folter. In den Hund des Schuldieners. Ringo? Also ist der Hund des Schuldieners Giuseppe Verdi? Genau. Stimmt das, Karl? Selbstverständlich. Und wenn ich mir vorstelle, wie Sie ihn behandelt haben. Es ist doch allgemein bekannt, dass Ihre Frau den Hund geprügelt hat. Aber wer konnte das ahnen? Ich bitte... Ach, schweigen Sie! Und das alles hat sich noch dazu auf dem Boden dieser Schule abgespielt, wo dieser hervorragende große Mann... also dieser hervorragende Hund... Verzeihen Sie. Dieser große Meister verehrt werden sollte. Ja. Ist es nicht so, Herr Verdi? Ja, ja, wenn nicht das Größte... Wenn Sie reden würden, anstatt zu stottern. Entschuldigen Sie sich, los! Ja. Ringo, ich... Ringo, also! Pardon, verehrter Herr Komponist. Es tut mir ja maßlos leid, aber... Er hat ihm die Hand gereicht. Ja. Er vergibt ihm also. Haben Sie gesehen, er vergibt ihm. Er vergibt ihm. Aber ob Ihnen Ihr Kater vergibt, dass Sie ihm so oft kein Abendessen geben, das bezweifle ich. Nur damit Sie es wissen. In ihm wohnt jetzt die Seele des flämischen Malers Rembrandt. Aber Herr Direktor, wenn Sie das alles wissen, wie können Sie das denn feststellen, wer sich in wen verwandelt hat? Es gibt da gewisse Gesetzmäßigkeiten, die ich Ihnen gern erklären kann. Das wäre ja wunderbar. Oh ja. Ach, bitte erzählen Sie. Ich meine, mit diesem Wissen könnten Sie im Rundfunk auftreten oder im Fernsehen. Das werde ich noch erwägen. Also bitte entschuldigen Sie nochmals. Ich bedanke mich, Maestro. Willi? Ja, Tante? Du kriegst ihn zum Geburtstag. Mich laust der Affe. Was habe ich dir gesagt? 24,98. Und der Koeffizient wäre 16. Hm. Ich habe gesagt, zwei Brötchen mit Schinken und nicht zwei Schinken mit Brötchen. Zurück damit. Also manchmal ist er wie auf den Kopf gefallen. Du bist sehr nervös. Wegen Helene? Du hast lange nicht von ihr gesprochen. Was? Ach so. Die hat jetzt einen Vogelfachmann oder sowas. Aha. Zacharias? Helene Trojan. Helene? Na bitte. Wie geht es Ihnen? Wenn Sie das Fernsehen nicht eingeschaltet haben, Herr Ingenieur, dann tun Sie es. Sie sagt, ich soll das Fernsehen einschalten. Das habe ich gehört. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Direktor, kann jemand, der braune Augen hat, eine Maus werden, mit grünen Augen eine Katze und mit blauen Augen eine Ameise. Ist das richtig so? Ja, gewiss. Aber auch die Größe des Körpers spielt eine Rolle. Wer eine kleine Gestalt hat, wird zu einem Sperling, eine mittlere zu einem Raben und eine große, hochgewachsene zu einem Storch oder Strauß. Oder was sagt er? Hör nicht zu, das ist alles Quatsch. Ich soll also mal ein Rabe werden. Ein Rabe, den du dann abknallen kannst. Ich sag dir doch, dass das Quatsch ist. Wieso ist das Quatsch? Ja, sicher. Ich hab doch gehört, was Direktor Trojan gesagt hat. Er hat sich ja verwandelt, also muss er auch etwas davon verstehen. Entschieden mehr als du. Das ist aber nicht Direktor Trojan, sondern ein Betrüger. Direktor Trojan habe ich verschwinden lassen. Das kann aber nicht dein Ernst sein. Selbstverständlich. Jetzt schau um Himmels Willen nicht so blöd aus der Wäsche. Ich habe ihn genauso verschwinden lassen wie diese vielen Tiere von der Straße, aus dem Zoo und von sonst wo. Was erzählst du denn da? Das sagst du nicht einfach so. Witwer! Sag nicht Witwer zu mir! Und was ist mit Ihrem Mann? Ach, er soll eine Wühlmaus werden. Er hat deswegen schon einen Erstickungsanfall. Denn ich soll ein Mufflon werden. Ja, ich ein Mufflon und er so ein winziges Mäuschen. 40 Pfund Hundekuchen. Ich kann's kaum tragen. Haben Sie einen Hund? Ach, oh nein. Mein Mann wird ein Foxterrier. Na ja, und weil er doch kränkelt, will er wenigstens für die ersten paar Tage ausgesorgt haben. Guten Tag. Guten Tag. Herr Ingenieur, hören Sie auf, herumzuknallen. Mein Schwiegervater wird entzeisig und ich will nicht, dass Sie ihn abknallen. Sie sind ein gefühlloser Rohling. Da hast du die Bescherung. Ich sag dir, du musst es tun. Ist ja gut.
Vzduch naplněn je rozkoší a lásky sladkou vůní, jež příští z čarovných tůní v očistém nářás. Již při bytku zvedněm svéči, již je zářících ku poctě vděku a krás. Již při bytku zvedněm svéči, již je Nein, genug. Lassen wir das. Der Maestro ist vielleicht nicht damit zufrieden. Es stimmt doch, oder nicht, Maestro? Tante. Ja? Da, friss das. Hm. Ja, friss ruhig. Also, friss! Wie redest du denn mit dem Maestro, verzeihen Sie? Jetzt die Spucke weg. Bitte, Herr Verdi, wir gehen Gassi. Der hatte wirklich Glück. Tante. Tante, warum weinst du denn? Warum muss gerade ich ein Eisbär werden, wo ich doch die Wärme so liebe? Ach, mach dir nichts draus. Ja, dieses eiskalte Wasser. Nein, Helene, also das ist wirklich nicht gerecht. Nein. Vati hat gesagt, dass ich einmal zu einer Kröte werden soll. Ausgerechnet so ein widerliches Tier. Warum glaubst du das denn? Das ist doch nur ein Trick. Was für ein Trick? Du verstehst wohl mehr davon als Vati. Dieser Rabe ist doch gar nicht Vati. Das ist bloß Schubert. Und dieser Schubert ist auch nicht Schubert, sondern nur ein Rabe. Verstehst du? Vati ist Schubert und Schubert ist ein Rabe. Du spinnst wohl total. Ja, ich weiß, dass das ziemlich verzwickt ist. Aber so wie es aussieht, hast du dich leider in einen Verrückten verknallt. Aus einem Märchen. Es ist verboten, sich nach Feierabend hier aufzuhalten. Hören Sie sich nicht so an, Sie Bürokrat. Die Reparatur in diesem Gerät ist unbedingt erforderlich. So, jetzt müsste es wieder gehen. Also, gib her. Und nimm das. So, jetzt ist der Speicher wieder in Ordnung. Also versuch's. Ich bin bereit. Nenn uns die Kombination, nach der Direktor Trojan verschwunden ist. Und jetzt umgekehrt? Lies das. Na? Herr Direktor Trojan. Orok Orebu. Guten Tag. Wo bin ich hier? Sie sind hier im Rechenzentrum. Und woher kommen Sie? Gerade wollte der fabelhafte König meine Ernennung zum Zoologischen Rat aussprechen. Im Märchenreich sind nämlich in letzter Zeit... Sie sind Zeit im Märchenreich sehr gewesen? Sehr ja, ich auch. Ja, damals waren die sieben Zwerge dabei, als ich zum Ritter geschlagen wurde. Jetzt stören Sie uns doch nicht, Herr Pechanek. Im Märchenreich sind in letzter Zeit nämlich sehr viele Tiere aufgetaucht. Wie zum Beispiel, sagen wir, Hunde, Katzen, Kamele, Elefanten, ja? Und das alles wurde, wenn Sie mir erlauben, verursacht von Herrn Ingenieur Zacharias. Oh ja, ich selbst habe ihn dabei ertappt. Na ja, bitte. Ich habe ihn dazu gebracht, wieder gut zu machen, was er angestellt hat. Nur dann kann man ihm später vielleicht verzeihen. So sind die Menschen programmiert. Nicht-Rechner. Was willst du damit sagen? Abwehrsystem aktiviert. Ja gut. Ich werde Sie bestrafen. Das wissen wir alle. Was? Nein. Genug, hör auf. Hör auf. Nein. Das reicht! Kann man ihn nicht abschalten? Er ist verrückt geworden! Nein! Tut was! Tut doch irgendwas! Aufhören! Lass das! Nein! 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 Nein!
durchdrehen. Nein, Vati! Also, Karl? Ja, wieso bist du denn nicht gestorben? Wieso bist du denn kein Rabe? Warum sollte ich tot sein? Warum sollte ich ein Rabe sein? Du hast doch als Rabe die Schule geleitet. Du hast dabei auf meinem Arm gesessen. Und du hast doch jemanden zu uns geschickt, diesen Schubert. Ich? Ja. Das ist Schubert. Guten Abend, meine lieben Damen. Oh, Helene, wie zauberhaft Sie aussehen. Darf ich? Nein, so. Tja. Ist irgendetwas? Lieber Herr Schubert, mein Bruder und Ihr Freund ist da drüben. Ja? Das da ist also Schubert. Tja, verzeihen Sie aber... Finger weg! Wieso tragen Sie meinen Anzug? Ich glaube, ich kenne Sie. Sie sind Rumburak. Ich habe von Ihnen gehört. Sie sind ein böser Zauberer. Er ist halb Mensch und halb Rabe. Das ist ja fantastisch. Halt den Mund! Zur Hälfte Mensch, zur anderen Hälfte Rabe? Sie haben uns hinters Licht geführt. Als Mensch haben Sie sich für Schubert ausgegeben und als Rabe für Karl. Was erwartest du von so einem Bösewicht? Vati, bitte, mach jetzt keine Tragödie daraus. Ich wäre froh, wenn ich zur Hälfte ein Vogel wäre. Ich will jetzt kein einziges Wort mehr hören. Ja. Ich dulde nicht, dass du dich für jemanden einsetzt, der im ganzen Märchenreich gehasst wird. Ihnen aber werde ich... Ich werde... Es fällt mir gleich ein, Moment. Ja, genau. Rumburak. Bitte. Augenblick. Bitte nicht. Hubero Corro. Nein! Was hast du jetzt getan? Weißt du, wer das war? Das war mein Ferdi! Im Märchenreich bewirtete der gestiefelte Kater alle Katzen. Rotkäppchen sorgte für die Elefanten und für das Hochwild. Überall war so viel Fürsorge. Ich bin mir wie im Märchen vorgekommen. Aber Vati, du warst doch im Märchen. Das ist ja großartig. Du faselst dir von Tierliebe und wenn jemand nur zur Hälfte Rabe ist, möchtest du ihn schon gleich. Das ist wirklich konsequent, ehrlich. Das ist was anderes. Lass die Komödie und komm raus. Nein. Ach, Kind, was soll denn das für einen Sinn haben? Los, komm raus! Wenn's sein muss, bleib ich 10 Jahre hier, bis Vati Ferdi wieder zurückruft. Rechne nicht damit! Du spinnst wohl ein wenig. Wer will denn so einen Zauberer zum Schwager? Schluss jetzt! Wenn uns jemand hören könnte! Rotkäppchen, Raben, Zauberer, Ferdi! Da würde doch jeder denken, wir seien verrückt! Und warum sollten wir nicht verrückt sein? Vati, schreib mir diese Zauberformel auf. Wozu? Na, damit ich wieder gut mache, was Zacharias angestellt hat. Verstehst du? Es war eine grausame Strafe, die mich getroffen hatte. Das einzig Gute war, dass eine nette Familie sich meiner annahm. Die Schwiegermutter und einige Vettern. Aber vor allem Ottilie. Und das hier, das bin ich, der Diplom-Ingenieur Zacharias. Jetzt habe ich ein neues Lebensziel. Ich will mich im Vogelreich für den technischen Fortschritt einsetzen. Temperaturen am Tag werden bei 17 Grad liegen und in der Nacht, vor allem in Gebieten mit hoher Wolkendecke, werden die Temperaturen bis auf minus 22 Grad absinken. Alle Hunde, Ororok, Orrel. Nein, nein, da seid ihr ja endlich wieder. So eine Freude! Wo wart ihr denn so lange, meine Goldjungen? Elefanten, Ororok, Orebu. Hallo!
Ja, sowas. Was ist denn hier los? Verschwindet hier, ihr Gesindel! So ein Diebespack! Fressen doch einfach unserem Herrn Direktor das Pausenbrot weg. Also Sorgen hat man da. Guten Tag, Herr Inspektor. Alles, was Sie gehört haben, Herr Inspektor, entspricht der Wahrheit. Direktor Trojan leitet die Schule auch in seiner neuen Gestalt. Ah, da haben wir ihn ja übrigens. Verzeihung. Mahlzeit. Ja. Darf ich mir erlauben, ich würde gern hören, wie Sie sich zu dieser neuen Situation stellen. Oh. Das ist, lieber Herr Direktor, also ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass wir ihm auch weiterhin die Leitung dieser Schule anvertrauen können. Guten Tag, Herr Inspektor. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind kein Rabe? Offensichtlich nicht, pardon. Na komm, komm. Sie glauben doch nicht etwa an Seelenwanderung, verehrter Herr Inspektor. Wir sind doch vernünftig denkende Menschen, oder? Ja, schon. Aber wo haben Sie sich die ganze Zeit über aufgehalten? Tja, wie soll ich Ihnen das... Im Urlaub waren Sie jedenfalls nicht. Also, wo sind Sie gewesen? Ich war, ja... Wie soll ich es sagen? Ganz einfach. Ich bin unter Zwergen und Feen gewesen. Passt auf, Kinder. Der Tierschutzverein hat doch tatsächlich euren Vater, so wie es hier steht, ja, zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Das ist aber eine Schande. Ja, was redest du denn da? Die sollten lieber Rumbaracker nennen. Oder mich, damit du's weißt. Ja, richtig. Vati ist erschienen, als alles schon gelaufen war. Und jetzt, wo es um die Ernennung geht, da soll ihn Ferdi nicht mehr stören. Das ist ja interessant. Wenn einer zur Hälfte Rabe ist, stört dich das unheimlich. Aber wenn einer zur Hälfte Esel ist, stört dich das überhaupt nicht. Das ist doch wirklich seltsam. Sei nicht so frech. Also, was sagst du dazu? Warte, Eugenie, und lass die Kinder reden. Sie haben wirklich recht. Ich habe nämlich diesem Herrn Rumborak tatsächlich ein wenig Unrecht getan. Glaube ich wenigstens. Das klingt schon besser. Ich habe darüber nachgedacht, Eugenie, und ich glaube, es wäre zum Beispiel ideal, wenn du zur Hälfte Mensch wärst und zur Hälfte, sagen wir, Kanarienvogel. Und die Kollegin Rupova zur Hälfte Affe. Verstehst du? Das wäre doch ganz großartig. Nicht wahr, Ringo? Dann wären wir alle miteinander verwandt. Fati, heißt das, du bist Rumborak nicht mehr böse? Wenn mir nur einfallen würde, wie ich das gut machen kann. Warte, Fati, ich habe eine Idee. Schau mal. Herr Rumborak, Ororok, Orebu. Das ist ja Ferdi. Ferdi ist wieder da. Sie wissen nicht, wie froh ich bin, dass ich wieder da sein darf. Dieses Theater passte mir nicht mehr. Was genau hat Ihnen nicht gepasst? Es gibt doch viel angenehmere Dinge, als Prinzessinnen in Frösche zu verwandeln oder Blitz und Hagelschlag herbeizurufen. Helene, das hier ist für Sie. Na fein, na fein, na fein. Jedoch, was gedenken Sie hier zu tun? Verzeihen Sie, lassen Sie sich nicht stören, Fräulein Trojan. Herr Rumborak, ich möchte Sie mit Herrn Terne bekannt machen. Er hat die Aufgabe, die neue Computergeneration zu installieren. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Sie haben ja geradezu traumhafte Resultate. Och, na ja. Hätten Sie nicht Lust, mir behilflich zu sein, die neuen Typen hier zu... Nein, 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 das will ich nicht. Wissen Sie, wir verstehen uns hier großartig. Ja. Ich meine diesen da. Wir sind so etwas wie Kollegen geworden. Und dann diese Kollegin...
Kurz gesagt, ich will einfach nicht. Schade. Es tut mir sehr leid. Hat mich gefreut. Bitte. Könnte ich das Angebot vielleicht Ingenieur Zacharias merken? Wo ist der eigentlich? Hier ist es wenigstens warm. Wenn meine Ottilie aber wüsste, wem ich hier zuschaue. Hopp. Ausgezeichnet, Helene. Hervorragend. Mach jetzt eine kleine Pause. Ach, das war großartig. Als würdest du nicht springen, sondern fliegen. Wie ein Vogel. Wundert dich das, wenn Ferdi da ist?